Da sind wir auch wieder zurück bei einer neuen spannenden Folge von Traumschiff Surprise. Ja, putz mal deine Brille, die ist ein bisschen schmutzig. Die Erde wird angegriffen und wir brauchen eine Bedienungsanleitung für das Zeitreisesofa. Und wir haben in der letzten Folge gerade diese Tür hier aufgeschlossen. Deshalb schauen wir doch mal, was sich hier befindet. Ein Loch, na ganz toll. Nein. Hui, da geht's aber runter. Schöne Aussicht, aber nicht mehr lange. Ja, das hast du schon mal gesagt. Hui, da geht's aber runter. Verdammt, wie kommen wir hier weiter? Da komme ich nicht dran. Ein hervorstehender Balken der Deckenkonstruktion. Können wir einen auf Indiana Jones machen? Das hält nicht. Mist. Das geht nicht. Nein, nein, nein. Was? Was ist da drüben? Da ist doch noch was. Das ist nicht richtig. Da komme ich nicht dran. Ein hervorstehender Balken der Deckenkonstruktion. Ich brauch was. Das hält nicht. Ich brauch einen Haken oder so, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube, den kriegt man hierher. Haken. Das weiß ich noch. Könnte ich abschrauben. Ja, nimm mit. So. Ein Wandhaken. Ich kann den Haken am Seil befestigen. Tu das. Sehr gut. Des Kabeldings. Das Kabeldings, das ist ein cooles Wurfseil. Jetzt können wir einen auf Indiana Jones machen. Wenn ich das Wurfseil zu diesem hervorstehenden Balken werfe und es hält, kann ich mich rüberschwingen. Sollte funktionieren. Und los geht's. Sehr gut. Das klappt. Fast. Naja, so geht's auch. Mist. Immer wenn ich etwas Heroisches tun will, geht's in die Hose. Und der Haken ist auch kaputt. Aber das Seil nicht. Oder das Kabel. Außerdem können wir doch theoretisch einen neuen Haken holen, oder? Nö, einen anderen Haken will er nicht. Na gut, dann lass es halt sein. Aber jetzt kommen wir hier rüber. Da greife ich doch nicht hin, da läuft der Strom durch. Können wir das Kabel anschließen? Ja, okay. Anscheinend nicht. Oder vielleicht später. So, hier ist der Computer. Na, warte mal, Zeitung. Ha. Eine alte Zeitung. Naja, vielleicht sollte ich die Horoskope lesen. Das wäre eine gute Idee. Vielleicht sollten wir das Ganze hier nämlich abblasen, weil, ja, der Stern gerade nicht im richtigen Zenit steht oder was weiß ich. Ein Lüftungsgitter. Ja, genau. Die Lüftungsschächte müssten mich wieder direkt bis zur Regierungskuppel führen. Sehr gut. Und hier? Das geht nicht auf. Okay, aber wir sollten natürlich zuerst die Bedienungsanleitung haben. Die Ausgabeklappe des Hauptcomputers. Sozusagen die Hauptcomputer-Ausgabeklappe. Nein, was du nicht sagst. Die Ausgabeklappe des Haupt... Das geht wirklich nicht. Schaut aus wie ein Stromanschluss. Hallo? Ja, was? Was bist du denn für ein Modell? Was bist denn du für ein Modell? Das geht dich gar nichts an. Okay. Kontrollierst du auch die Verteidigungsanlage? Kontrollierst du auch die Verteidigungsanlage? Nö. Ja, also weißt du, ich brauche die Bedienungsanleitung für das Zeitsofa. Also, raus damit! Ja, also was ich brauche, ist die Bedienungsanleitung für das Zeitsofa. So. Und warum, wenn ich fragen darf? Um damit das Zeitsofa in Betrieb nehmen zu können. Wo ist das Formular? Welches Formular? ZX443. Wozu? Für die Benutzung der Betriebsanleitung. Na, ganz toll. Krieg ich's auch ohne Formular? Krieg ich die Bedienungsanleitung auch ohne Formular? Nö. Na super. Ich will jetzt aber die Anleitung. Gib die Anleitung jetzt her. Nö. Doch? Doch? Nö. Doch? Nö. Doch? Nö. Doch? Nö. Also weißt du, ich glaube, ich kann das länger. Er kann das länger als ich, verdammt. Ich glaube, der kann das länger als ich. Gewonnen. Verdammt. Wo kriege ich denn das Formular ZX443 her? Weiß ich nicht. Na super. Ich gehe. Fein. Also zurück wahrscheinlich.
Da gehe ich erst hinein, wenn ich die Betriebsanleitung für das Zeitsuffer habe. Okay, dann gehe ich zum Loch halt. Fragen wir mal die Königin, vielleicht weiß die sie ja. Und wieder zurücklaufen. Juhu, so ein Spaß. Ich brauche ein Formulärchen. Habt ihr ein Formulärchen für mich? Hallo? Ja? Ja, weißt du, ne? Hallo? Ist da wer? Ja. Na gut. Kann ich nicht wegen dem Formular fragen? Geht's allen gut? Ja, nur wir können nicht zu dir durch. Das habe ich schon bemerkt. Du musst also einen anderen Weg zurückfinden. Aha. Das mit der Anleitung ist aber schon noch aktuell. Ach so, warte, ich weiß schon. Na gut. Ich weiß schon. Ich gehe dann mal wieder. Okay. Viel Glück. Danke. Aber statt die zu fragen, wo das Formular ist, müssen wir wahrscheinlich selber nach dem Formular suchen und das wahrscheinlich irgendwo hier. Ich suche mal nach Formular ZX443. Ah, da ist es ja. So, sehr gut. Ein Formular, nämlich ZX443. So, mit dem sollten wir doch jetzt weiterkommen, oder? Was meinst du, Computer? Hm? Das ist doch genau das, was du wolltest. Bitteschön, hier hast du dein Formular. Hier ist das Formular. Es ist nicht von einer autorisierten Person unterschrieben. Was? Es ist nicht von einer... Schon gut, ich hab's verstanden. Ich gehe ja schon wieder zurück. Hm, okay. Ich gehe. Fein. Du bist doch ein nerviger Computer. Jetzt muss ich wegen dir extra wieder zurücklaufen. Das muss doch nun wirklich nicht sein. So viel Backtracking hier. Okay, zurück. Zu Metapher. Hallo? Ich bräuchte dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben. Wie bitte? Naja, euer Hauptcomputer ist etwas... eigen. Was das Übergeben der Bedienungsanleitung angeht... Na gut, her damit. Hier, ausgefüllt und unterschrieben. Komplett ausgefüllt und unterschrieben? Ja. Ich möchte nämlich nicht nochmal hin und her laufen. Ich verstehe. Ja, wegen der knappen Zeit und so. Ich verstehe. Ich will ja nicht drängeln, aber schließlich hängt ja im Moment alles von mir ab. Ich verstehe. Bin schon weg. Ja, das ist gut. So, danke für das Formular. Ein Formular, nämlich ZX443. Ja, das wissen wir. So, jetzt zurück zum Computer und dann sollte der Kerl doch endlich zufrieden sein. Ich speichere gleich nochmal. So, Herr Computer, hier hast du dein ausgefülltes Formular. So, da hast jetzt dein blödes Formular. Ausgefüllt und unterschrieben. Zufrieden? Sehr. Echt super. Dann gib mir jetzt endlich die blöde Zeitsuffer-Bedienungsanleitung. Nein. Wie? Nein? Nein. Das soll wohl ein Scherz sein. Ja. Er ist nicht besonders gut, weißt du? Die Anleitung. Ah, ja. Ich tu's in die Ausgabeklappe. Fein. Ich glaub, mir geht der Saft aus. Vorher mach noch die Klappe auf, damit ich... Ach, verdammt. Ach, muss das denn sein? Er hat keinen Strom mehr. Okay, zum Glück haben wir ein Stromkabel. Wenn ich das Kabel mit dem Hauptcomputer und der offenen Stromleitung verbinde, sollte der Hauptcomputer genug Saft haben, um die Klappe zu öffnen. Also los. So, jetzt noch hier hinten verbinden wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Ja, da greife ich doch nicht hin, da läuft der Strom durch. Achso, das Kabel haben wir immer noch im Inventar. So. So, das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren, ne? Herr Computer, was meinen Sie? Er hat keinen Strom mehr. Nee, müsste doch gehen. Das ist nicht richtig. Nein, ich mag nicht. Ja, aber wir haben ihn doch jetzt verbunden, oder? Ja, da greife ich doch nicht hin, da läuft der Strom durch. Ja, wie jetzt? Ich verstehe es auch gerade nicht. Was? Hä? Wir haben es doch jetzt verbunden. Das müsste doch klappen. Er müsste doch jetzt wieder Strom haben, oder? Na endlich. Ach so. Jetzt muss ich nur mehr zu den anderen zurück. Hä?
Der Hauptcomputer hat keinen Strom mehr mit Strom, aber hat noch genau genug Strom, um die Ausgabeklappe zu öffnen. Na egal. Die Zeit zur Verbetriebsanleitung. Wir haben sie, also geht's zurück. Oh, puh, ist es eng hier. Oh. Na, hoffentlich gibt's hier drinnen keine Spinnen. So viel Dreck, das kriege ich ja nie raus bei 40 Grad Feinwäsche. Oh. Wann und wo komme ich denn hier endlich wieder raus? Oh. Mein Name ist Lord Jens Maul. Widerstand ist zwecklos. Als erstes werde ich gleich... Oh. Na, das hast du super gemacht, Schrotti. Ups, das tut mir jetzt aber leid. Schnell, das ist unsere Chance. Aufs Sofa, Schrotti, schnell. Hey, ich komme auch mit. Hey, nicht drängeln. Wartet auf mich, ich hab doch die... Anleitung. Ah, super, ich hoffe, die schaffen das ohne mich. Ja, bestimmt schaffen die das. Na, wo sind wir denn jetzt wieder? Hallo? Wo sind wir denn hier gelandet? Vor allem, wann? Mir ist schwindelig. Ach, ist so schlimm, war's nicht. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Wir kommen in Frieden. Schnauze, stellen wir die richtige Zeit ein. Ja, denn sonst... Wachen? Verhaftet sie! Das sieht mir alles sehr nach schwarzer Magie aus. Jawohl, Milord. Na toll, jetzt werden wir sicher zusammen in ein enges Verlies gesperrt. Echt? Echt? Ruhe! Die Frau bringt ins Schloss. Ich möchte mit ihr speisen. Jawohl, Lord William. Also los! Und schnell ins Zelt und keiner hat mich gesehen. So, jetzt brauche ich eine zeitgemäße Verkleidung, damit mich niemand erkennt und dann befreie ich die anderen. Wir haben es geschafft, wir sind mit dem Zeitsofa geflohen, aber irgendwie, naja, in die falsche Zeit. Also ganz funktioniert hat es auch nicht. Wir brauchen eine Verkleidung und sind übrigens wieder mit Captain Kirk unterwegs. Schöner Stoff, handgewebt nehme ich an. Eine Fahne, sehr repräsentativ. Schöne Musik. Nein, Geschirr. Den Helm nehmen wir mit. Ein Helm, sehr hübsch. Naja, mehr praktisch. Schau, schau, eine Münze vom Schaukasten auf der Surprise. Die können wir bestimmt noch gebrauchen. Mein alter Gürtel. Er ist mir zwar zu eng, hat mir aber schon gute Dienste geleistet. Sehr gut. Hübsch und auch praktisch. Eine Laterne. Gebrauchte Strumpfhosen. Eine Strumpfhose. Der Spucki hat doch eine gesucht. Tja, die wäre optimal für ihn gewesen. Ich setz mich da nicht drauf. Vielleicht bricht er ein. Ein Hocker, schlecht gezimmert. Soweit ich mich auskenne damit. Noch ein Helm. Das sieht zwar aus wie ein Helm, ist aber nur eine Brotdose. Ja, ganz bestimmt. Ein Helm. Ich dachte, es wäre eine Brotdose. Was denn jetzt? Na, danke. Da ist sicher Ungeziefer drin. Ein Fell? Ein Fell? Mhm, sehr informativ. Oh, eine Hose. Sehr gut. Eine Hose. Ob die sitzt? Das geht wirklich nicht. Geschirr? Wir bräuchten noch so ein Oberteil oder so wahrscheinlich. Irgendwas fehlt noch zu meiner Verkleidung. Ja, so ein Oberteil halt. Ich kann hier nicht raus, bevor die Wachen nicht weg sind. Der Zeltausgang. Okay, gibt's hier nicht irgendwie noch ein Oberteil oder so? Irgendwo? Warte mal, hier, eine Münze, guck mal. Vielleicht kann ich sie damit weglocken. Hast du das gehört? Nein, aber gesehen. Was war's? Eine Münze. Gut, sie gehört mir. Nein, mir. Wer die Münze findet, dem gehört sie. Gut, und dann bekomme ich sie. Gut. Was für Idioten. So, was? Da will ich nicht rein. Ja, okay, dann halt nicht. Noch ein Zelt. Schön. Hemd hier, sehr gut. Nein, wenn ich dahin gehe, sehen mich die Wachen. Das ist toll, und nun? Hallo, Wache. Zuerst muss ich mich verkleiden, sonst nehmen sie mich fest. Eine Wache zum Fürchten. Ich brauche aber das Hemd. Hemd. Hübsche Farbe. Ich kann mich so hinstellen, dass mich keiner bemerkt.
Das ist schön. Eine Tribüne, da gehe ich besser nicht drauf, sonst sieht mich noch jemand. Kann ich das Hemd angeln? Vielleicht kann ich damit das Hemd angeln. Warum geht der eigentlich da hinten dran und wie hat er dann das Hemd gekriegt? Ach, egal. Zurück ins Zelt. So. Na, dann gehe ich mich mal umziehen. So, ja, die Hose sitzt zwar nicht perfekt und das Hemd kratzt, aber wenigstens betont der Helm mein Kinn. Na, sieht doch gut aus, oder? Das passt, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Naja, es sieht ein bisschen aus, als hätte er in die Hose gepinkelt. Egal, das sieht schon gut aus. Du solltest nicht auf deine Uhr schauen, denn es sollte eigentlich noch keine Uhr geben. Zumindest keine Armbanduhr. Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir versuchen, die anderen zu befreien. Bis dahin, tschüss.